Hallo und herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute machen wir einen Bagel Bomb und dazu brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe hier Hackfleisch, das waren insgesamt 500 Gramm, das sind jetzt vielleicht noch 200 oder 150, den Rest habe ich schon verarbeitet. Eine riesengroße Zwiebel, in dem Fall eine Gemüsezwiebel, Bacon, dann brauchen wir Texas Old Style, hammermäßiges Gewürz, richtig gut, ist richtig scharf, passt super dazu. Eine Barbecue-Soße, in dem Fall nehmen wir auch die Spicy. Ja? Und einen Pinsel brauchen wir noch. Und als Verzierte haben wir noch diese Glücksteile. Da weißt du immer nicht, sind sie scharf? Sind sie nicht scharf? Ich lasse immer die Elke als erstes probieren. Alles gut. Okay, als erstes tun wir unser Hackfleisch in so eine Schüssel. Ja? Und dann habe ich hier den Streuer offen mit dem Louisiana. Tun wir das schön würzen. Ungefähr einen Teelöffel auf die 150 Gramm. Ein bisschen brauchen wir noch. Mal schön durchmischen. Nochmal. Okay. So ist es okay, denke ich. Den Rest, da machen wir dann eine Fleischküchle davon. Ja. Als nächstes brauchen wir unsere Pilze. Unsere Zwiebeln natürlich. Und da schauen wir, dass wir so richtig schöne große Ringe runterschneiden. Ungefähr so 1,5 cm stark. So. Und da machen wir gleich noch einen. Perfekt. Jetzt brechen wir das hier raus. Schau her. Dann müssen wir noch einen Ring rausholen. Dann schneiden wir am besten ein bisschen ein. Da geht er leichter raus. Ungefähr so. Dann braucht man einen kleineren Ring. Oh weh, gebrochen. Macht nichts. Wir haben da noch was. Ungefähr diese Größe. Jawohl. Und jetzt brauchen wir das Hackfleisch. Und das tun wir jetzt da rein. Ja. Machen wir schön lange Würstchen. Ich zeige es euch gleich. Sollte dann so ausschauen, schaut her, mit dem Hackfleisch und jetzt versuchen wir mit dem Bacon das richtig schön einzuwickeln, okay? Nämlich dadurch. Dass es richtig schöne Bacon gibt, okay? Noch eine, da braucht man ungefähr so 5-6 Stück. Immer den Nippel durch die Lasche ziehen, mit der Kurbel ganz nach oben drehen. So ein bisschen Fisselarbeit, aber es lohnt sich, schmeckt hervorragend. Schaut her, so schaut es dann aus. Hälfte haben wir rum. Dann jetzt immer weiter. Aufpassen, dass wir nicht mit durchziehen den Speck, den wir schon reingewickelt haben. Schaut her, es gibt so richtig schönen Bagel. Ja. Ich glaube, ich brauche doch mehr wie 5. Das ist ein Riesenmonster, wie das. Das ist halt immer schade, wenn dieser Bacon nicht richtig zusammenhält. Ne? Also wir brauchen insgesamt 6.
Komm, geh durch. Jawohl. So, jetzt fahren wir die ein bisschen, drücken die ein wenig fest. Und da hinten habe ich schon mal ein paar vorbereitet. So schauen sie aus. Und das Ganze tun wir kurz ölen. Geht leider nicht raus. Macht nichts. Dann werden wir das gleich auf dem Ablagerost platzieren. Wir haben hier ungefähr 220 Grad. Und die bleiben jetzt für 10 Minuten, Viertelstunde drinnen. Dann tun wir sie glasieren und dann bleiben sie noch mal 5 Minuten drinnen. Okay, den Rest, da machen wir uns ein schönes kleines Fleischküchle davon. Okay, schaut es euch an. So schauen sie aus. Unsere Paprika, die grüne, die werden wir nachher noch auflegen. Okay. In der Zwischenzeit kann ich hier nochmal ein Fleischküchlein machen. Da kann man das auch mal so probieren. Einfach in die Zwiebel rein, flach drücken und gut ist. Ja. Da könnten wir jetzt auch nochmal eine Scheibe Speck rumwickeln. So kann man es natürlich auch machen, ist ein wenig einfacher. Aber das andere schaut natürlich viel cooler aus. Ja. Okay, lege ich mal einfach mal hier hinten mit auf. Von dem anderen machen wir uns auf jeden Fall eine Fleischküchle, das wollen wir nicht verschwenden. Alles klar, in 10 Minuten sehen wir uns und bis dahin trinke ich jetzt mal einen Glühwein, weil es sehr kalt ist. So, jetzt haben wir 15 Minuten um, jetzt nehmen wir unsere Barbecue-Soße, die ist spicy. Ich habe jetzt einmal kurz gedreht gehabt, die Bacon Bombs da, ja, Bagel Bombs. Jetzt tun wir das schön einpinseln mit der Barbecue-Soße. Ach Gott, das schaut ja so geil aus. Und dieses Texas Old Style, oh, ich bin gespannt, das kommt sicherlich richtig gut. Vorhin habe ich ein falsches Gewürz kurz mal gesagt, aber ich hoffe, ihr habt es nicht gemerkt. Brauchen wir noch etwas Soße, ein wenig zu wenig. Da hinten auf das machen wir auch was und das Fleischküchle kommt auch was drauf, noch freilich. Schaut es an, sehr schön schaut es aus. Brauchen wir ungefähr noch 5-6 Minuten. Ich denke, dass wir den Grill jetzt ausmachen. Er hat 250 Grad. Der reicht völlig aus, um das noch ein bisschen knuspriger zu machen. Und dann noch 5 Minuten. Tut mir leid, das müsst ihr euch noch mal gedulden. Dann komme ich gleich wieder. Die 5 Minuten sind noch nicht um, aber ich habe vergessen, unsere grüne Paprika aufzulegen. Die kommen da unten einfach drauf. Und die drehe ich dann einfach mal durch, okay? Wisst ihr, wie das geht, ne? Einfach mal so weiter drehen, ja? Das muss ich euch jetzt nicht vorführen. Bis gleich, 5 Minuten. 5 Minuten sind um, jetzt holen wir die Kollegen runter. Als erstes die Paprika. Schaut her, die ist schön ringsherum ein wenig angebrutzelt. Nein, die machen wir gleich so, machen wir gleich so. Und die Bagel Bombs. Ich bin ja so gespannt. Naja, gespannt bin ich nicht. Ich weiß ja, wie sie schmecken. Ne? Herrlich. Herrlich schaut es aus. Tun wir welche anrichten. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich hätte es mal so gemacht. Ja? Vielleicht noch einen hier dabei. So schaut es aus, schaut es euch an. Das ist nicht ein Träumchen. Das müssen wir noch probieren. Das mache ich jetzt sofort. Gäbelchen.
Und ich meine, den kleinen Verrecker, nee, den nehmen wir. Schneiden wir an. Schau her. Oh, bin gespannt. Geile Idee, finde ich. Texas Old Style kommt richtig cool raus. Die Soße hammermäßig. Ist super geil für jedes Grillvideo. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Peter Zeidler. Ein Träumle. Come on, Peter Zeidler.